Also überwachen dürfen wir nicht. Das ist auch Teil von unserem Code of Conduct. Wir dürfen keine Mitarbeitenden überwachen, keine Verhaltensüberwachung machen. Was aber natürlich so ist, dass man überall im Internet Spuren hinterlässt. Was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir Dateien sehen können vom Mitarbeiter, also den Inhalt, was jemand schreibt. Was wir auch nicht sehen können, sind Inhalte von E-Mails. Sowas können wir nicht. Aber die ganzen Randdaten drumherum, die fallen sowieso an, die sehen wir. Die hat aber zum Beispiel ein Admin vorher auch schon gesehen. Also das ist kein großer Unterschied. Was wir aber machen, wir nutzen mit unserem Partner Cyberreason, wir nutzen diese Daten, um Hackerangriffe zu finden. Ein schönes Beispiel ist, dass wir letzte Woche haben wir zum Beispiel einen Banking-Trojaner bei Goldbach gefunden, bevor der überhaupt von Antivirenherstellern bekannt geworden ist. Also ist ein typisches Verhalten, was zum Beispiel aus dem Excel-Dokument herausgekommen ist, ist ein Makro gelaufen und hat quasi probiert, sämtliche Passwörter zu stehlen und sich ins Banking einzuklinken. Und das kann nicht nur eine Gefahr für die Mitarbeitenden werden, sondern für das ganze Unternehmen, weil diese Trojaner dann zusätzlich auch noch Verschlüsselungstrojaner nachinstallieren. Und es gibt viele Unternehmen, die dann wochenlang stillstehen, weil die gesamte Unternehmung verschlüsselt ist. Und wir haben das finden können einfach von dem Verhalten dieses Excel-Dokuments, konnten es bereinigen und es ist eigentlich nicht mal ein Incident wert, darüber zu sprechen, weil wir es vorher gefunden haben. Das können wir an diesen Randdaten sehen. Und was wir natürlich probieren, ist auch die private Nutzung so zu schützen. Also wenn jemand jetzt mit seinem Gerät auch privat arbeitet, das wollen wir erlauben, das soll möglich sein. Das heißt aber natürlich auch, dass wir das schützen, wenn jemand jetzt zum Beispiel, wenn die Tochter von jemandem auch auf dem Gerät arbeitet, das kann durchaus sein bei einem Bring-Your-Own-Device-Gerät, und sie infiziert das Gerät mit Malware, dann sehen wir das auch. Das heißt, das ist jetzt die Grauzone, wo wir sehen könnten, dass da vielleicht jemand anders was gemacht hat, über ein Spiel zum Beispiel oder über irgendwas anderes. Aber das schützen wir genauso. Wir haben kein Interesse daran, das zu unterbinden und wir haben auch kein Interesse, das in irgendeiner Form zu überwachen. Aber wir können es schützen und dafür sind wir da.